Good morning, ich hoffe euch geht's gut. Heute gibt es wieder einen ganz spontanen Vlog von mir. Und zwar ist heute Mittwoch und ich finde, also ihr gebt mir ja immer Feedback und viele haben gesagt, dass sie diese aktuellen Vlogs sehr, sehr gerne mögen. Ich gebe mir wieder Mühe, dass das Video etwas länger wird. Letztes Mal hat es wieder nicht so gut geklappt. I'm trying. Ich wollte mir jetzt Pancakes machen. Und zwar ohne industriellen Zucker, also nur mit Banane gesüßt quasi. Und dazu einfach eine Fruchtsoße. Ich zeige euch das schnell. Ist nichts Besonderes, also ist auch jetzt nichts mit Protein oder irgendwie richtig gesund. Aber heute ist Lerntag. Ich bin heute zu Hause bei meiner Mutter. Erstens sind meine ganzen Schulsachen oben. Ich habe das einfach beibehalten. Das können viele nicht nachvollziehen. Aber ich für mich kann hier einfach besser lernen. Hier ist es ruhig, weil was viele, glaube ich, auch nicht mitbekommen haben, ist, dass bei mir im Haus jetzt lauter Baustellen sind. Und man hört es einfach. Und klar, den einen stört es nicht, mich stört es aber und deswegen gehe ich immer weg. Also ich habe da ja nichts gegen, aber deswegen bin ich dann nur am Wochenende oder halt den Feiertagen. Oder aber wenn ich nichts lernen muss, sondern einfach von zu Hause aus arbeite oder sowas. Das ist dann kein Problem, aber so lernen geht einfach nur mit Ruhe bei mir. Ansonsten ist ja morgen Feiertag, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Ich wollte auf jeden Fall weiter Schule machen, weil ich ein bisschen am Zeitplan hinterherhinke. Ich sage euch dazu später auch noch was, weil ich einfach auch ehrlich mit euch sein möchte und ich das auch für mich einmal später festhalten will, weil man kann natürlich nicht immer 24/7 motiviert sein und es gibt gerade auch beim Fernabitur Zeiten, wo man einfach die Motivation verliert. Das ist vollkommen normal, man muss nur einfach die Motivation zurückfinden. Wenn man das dann hängen lässt, dann geben halt die meisten Leute auf. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel da bei ihr lässt, glaube ich, brechen 5% ab oder so, warum 5% es nicht zu Ende machen. Was natürlich schade ist, weil man ist ja auch schon weit gekommen und letztendlich hat man ja das angefangen, um das Abitur abzuschließen und ich will das unbedingt haben und ich würde es nie im Leben aufgeben, aber trotzdem, ich will euch einfach zeigen, wie ihr vielleicht auch wieder aus dem Motivationstief rauskommt, vielleicht hilft es euch ja. Ich zeige euch auch meine Lernmethode, das hatte ich nämlich letztes Mal, als ich es angesprochen habe, vergessen, aber ja, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal Pancakes. Gewinnt kein Schönheitswettbewerb heute Morgen, aber schmeckt richtig lecker. Was machst du da? Ich werde jetzt ganz kurz einkaufen gehen und tanken gehen, weil wir haben jetzt kurz nach 10 und ich brauche dann irgendwas fürs Mittagessen. Ich habe auch nichts mehr zu Hause. Mein Outfit ist schön lässig. Wir haben hier Nikes Oceans Apart. Dann das Oberteil ist von Naked. Das ist das, was ich mir die ganze Zeit anhatte. Und dann diesen Mantel. Der ist von H&M gewesen mal. Ich habe gerade 10 Minuten für den Einkaufswagen angestanden. Es war auch wirklich dumm, um Viertel nach 10 einkaufen zu gehen. Wir haben jetzt kurz vor 11. Ich habe es noch nie erlebt, aber ich glaube, die haben die Einkaufswagen reduziert. Dementsprechend habe ich jetzt erstmal gewartet. Jetzt habe ich 5 oder 6 Sachen eingekauft oder ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ich habe Obst eingekauft, viel Obst. Und ich habe neue Blumen für mein Zuhause mitgenommen, weil ich liebe frische Blumen, wie ihr vielleicht schon wisst. Ja genau, Einkauf zeige ich gleich. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann... Ja. Was gibt es heute Mittag? Was soll es auch sonst geben? Tortellini mit Tomaten und Mozzarella. Deswegen habe ich dreimal Tortellini gekauft, aber auch einfach, dass ich es wieder zu Hause habe. Dann habe ich Tomaten gekauft, also so Cocktailtomaten, Himbeeren und Heidelbeeren. Die hatten leider nur einen Karamell-Protein-Pudding. Ich esse den eigentlich nur, weil es so süß ist und weil Karamell wirklich lecker ist. Ansonsten würde ich den nicht kaufen, weil ich den schon ziemlich teuer finde. Dann habe ich hier, was ist denn das? Nektarin. Das sind die wundervollen, schönen Blumen und so weiße Tulpen. Ich finde die so schön. Passionsfrüchte und 3 Kiwis. Eine kleine Wassermelone und zwar sind, finde ich persönlich, die dunklen Wassermelonen die besten, weil die keine Kerne haben. Blumen habe ich hier hingestellt, dann sieht es irgendwie ein bisschen frischer aus. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen Melone, Brombeeren. Ich liebe Brombeeren und Nektarine geschnitten. Ah.
3. Ich werde jetzt Mittagessen machen. Das, was ich schon vorhin gesagt habe. Und ich bin jetzt ungefähr bei Kapitel 5. Es gibt 8 Stück. Ich werde es heute noch fertig machen. Euch nehme ich mit. Ich zeige euch dann später die Lernstrategie, die ich hier anwende. Plus ich erzähle euch noch was zu meinem Motivationstief. Weil ich finde, dass ihr das Recht habt, das auch zu erfahren. Und vor allem gebe ich euch Tipps, wie ihr wieder rauskommt, weil das habe ich angewendet und bei mir hat es funktioniert. Aber jetzt mache ich erstmal Mittagessen. Mein Essen ist fertig, wie euch ja gerade gezeigt. Salat ist auch richtig, richtig lecker. Ich war schon in einem ziemlich gewaltigen Motivationstief drin, einfach weil mir das fehlt, in der Bibliothek zu lernen oder auch einen Kaffee zu lernen oder mit anderen Leuten zu lernen. Das habe ich früher ganz gerne gemacht und das fällt ja aktuell alles weg. Dementsprechend dann hat man natürlich auch andere Sachen zu tun. In meinem Fall war es dann das Büro. Auch privat hatte ich dann viel zu tun und dann nimmt man natürlich sich lieber Zeit für die Dinge, die einem auch mehr Spaß machen, als sich wieder einmal an sein Abitur zu setzen oder einfach an die Aufgabe zu setzen, die man sowieso nicht mag. Ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie es läuft. Braucht mir keiner was zu erzählen. Der schwierigste Punkt ist eigentlich, dass ihr wirklich selber sagen müsst, okay, ich muss aber weiterkommen, ich muss was machen, es geht so nicht weiter. Am besten schaut ihr euch dazu irgendwelche Motivationsvideos an, das habe ich auf YouTube gemacht, wo Leute wirklich produktiv sind, wo Leute zum Beispiel Study with Me oder sowas, wo man wirklich 4 Stunden lang nur sieht, wie die Leute lernen. Das hat mir extrem geholfen. Dann habe ich aber den Fehler gemacht, dass ich mich direkt übermotiviert habe und mich an den Schreibtisch gesetzt habe und einfach drauf losgemacht habe und dann wieder enttäuscht am Ende des Tages war, dass ich wieder kein ganzes Heft geschafft habe, sondern wirklich nur 20 Seiten, die ich dann aber auch wirklich hochkonzentriert und mit wirklichem Elan gelernt habe, wo ich wirklich wiedergeben konnte, was auf diesen Seiten steht. Alles andere ist in meinen Augen auch komplette Zeitverschwendung, weil wenn ihr das einfach nur durchfliegt, um dann einfach die Prozentzahl abzuschließen, dann habt ihr so einen Batzen, den ihr für euer Abi lernen müsst. Das ist mir persönlich einfach zu viel. Deswegen mache ich das alles etwas langsamer und deswegen schreibe ich auch nächstes Jahr meine Prüfungen, weil es einfach auch, wenn man noch nebenbei Sachen macht oder arbeitet, nicht möglich ist, sein Abitur in einem Jahr zu machen. Das habe ich selbst auch. Ich habe mich überschätzt und das ist auch ganz normal und das ist auch nichts, wofür ich mich zu schämen brauche, was mir Leute auch teilweise unterstellen. Und selbst wenn es übernächstes Jahr wird, ist es immer noch meine Entscheidung. Ich muss das Tempo selber bestimmen. Das kann kein anderer sagen, wie schnell oder wie langsam man da durchgehen muss oder kann. Das kleine Ziele, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Schreibt euch einen Wochenplan. Es klingt total so, wieso soll ich das machen, aber probiert es aus. Schreibt euch zum Beispiel auf, heute möchte ich 10 Seiten machen und dann seid stolz auf euch, wenn ihr die 10 Seiten effektiv und produktiv gelernt habt. Speicherkarte war voll, sorry. Und lobt euch und hört danach auch auf. Außer ihr sagt, okay, ich habe jetzt wirklich so eine Motivation, ich will doch weitermachen. Und dann könnt ihr euch sogar sagen, hört zu, ich bin weitergekommen als mein Tagesziel. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das jeden Tag gesteigert um ungefähr 3 bis 4 Seiten. Und das müsst ihr nicht machen, je nachdem, wie unmotiviert ihr seid. Hauptsache, ihr macht halt einfach eine Kleinigkeit und macht nicht nichts. Des Weiteren haltet euch unbedingt vor Augen, wie weit ihr schon gekommen seid und dass das, was ihr das letzte Jahr oder die letzten Monate oder die letzten paar Wochen nicht ohne Grund gemacht habt. Ihr habt ein Ziel und versucht euch dieses Ziel wieder vor eure Augen zu halten. Eine Sache, die ich auch nicht mehr gemacht habe, wofür tue ich es eigentlich? Ich tue es, weil ich studieren will. Ich tue es für meine Zukunft. Ich tue es für meinen Traumjob. Punkt aus. Das vergessen halt super viele und das ist auch super schwierig, sich da das vor Augen zu halten, weil das alles noch so weit weg scheint. Aber wenn ich überlege, dass ich vor einem Jahr mit meinem Abi angefangen habe und ja, ich meine, ich habe in der Zeit schon einiges geschafft. Zwar nicht so viel, wie ich eigentlich wollte, aber es ist okay. Diese Motivationstiefs gibt es halt einfach und jetzt kommt wieder ein Hoch, dann lernt man halt eben wieder mehr, schickt 8, 9 Aufgaben die Woche ein. Das habe ich auch schon gemacht, weil ich halt manche wirklich super schnell verstanden habe. Mathe beispielsweise. Es gab in einer Phase super viele Matheaufgaben oder Mathehefte und die konnte ich dann durchrasseln. 2 Stück an einem Tag so. Da hat man dann auf jeden Fall wieder Motivation und auch gerade wenn gute Noten reinkommen. Aber ihr müsst euch wieder hinsetzen und wieder aufraffen und weitermachen, weil ihr tut es ja nicht für nichts. Aber ich verstehe euch, wenn man einmal in so einem Tief drin sitzt. Ich hoffe nur einfach, dass euch das ein bisschen hilft, weil mir hat es geholfen. Es geht zwar langsamer aktuell, aber ich sitze mindestens wieder dran und schaffe 2 bis 3 Hefte die Woche. Immerhin. Wenn es leicht ist. Also wenn es sowas wie Geschichte oder sowas ist. Weil das ist super easy. Kann man auch Videos schauen. Pickt euch zum Beispiel noch einen Tipp. Die leichten Sachen zuerst raus. Auch wenn da zum Beispiel steht, bearbeiten Sie das in der Reihenfolge. Macht es anders. Wenn es für euch anders einfacher ist, dann bearbeitet zum Beispiel alle Mathehefte durch. Dann alle
Politikhefte, alle Geschichtshefte, alle Spanischhefte. Ich mach's so. Ich kann das nach der Struktur nicht. Und währenddessen ich jetzt hier Mittagspause mache, schaue ich mir übrigens auch auf YouTube wieder ein paar Motivationsvideos an. Also, ich zeige euch noch ganz schnell, wie ich lerne, beziehungsweise wie das alles ein bisschen ordentlicher wird. Ich habe euch das jetzt anhand von Geschichte mal rausgesucht. Das ist das erste Heft aus der Q-Phase. Und da gibt es bei mir ein Word-Dokument. So rum zeige ich euch. Sieht folgendermaßen aus. Hier steht einmal das Heft, das ist wichtig für gleich. Dann Kapitel, dann hier die Zusammenfassung des ersten Kapitels, die Zusammenfassung des zweiten und so weiter. Diese Zusammenfassungen bekomme ich unter anderem, also ihr seht schon, ich habe mir hier immer Randbemerkungen gemacht, wobei das war die Aufgabe, das ist jetzt uninteressant. Ich bin ein Mensch, ich markiere sehr, sehr viel, weil mir das einfach sehr dolle hilft, gerade in Geschichte, mir halt so Sachen rauszumarkieren. Aber hier schreibe ich mir mal das Wichtigste dran und das kommt dann auch in die Zusammenfassung rein. Weil an jedem Kapitelende gibt es eine Zusammenfassung, nur in Geschichte, in anderen Fächern ist das leider nicht so. Aber da steht wirklich alles Wichtige drin, deswegen kommt das alles dann hier in diese Zusammenfassung auf meinem Computer rein. Plus noch ergänzenderweise die Sachen, die ich hier an den Rand geschrieben habe. Wenn es dann wichtige Merkzeilen gibt, werden die eben hier auch hingeschrieben. Und die werden auch immer mit einem Marker, also diese hier, ich verwende die von Stabilo, markiert. Das drucke ich mir dann alles aus. Erstmal dazu. So, wenn ich das dann fertig gemacht habe und alles quasi als Lernplatz zusammengefasst habe, speichere ich das ab. Und dann, ich musste das jetzt neu erstellen, weil überall mein Name natürlich draufsteht und den möchte ich euch nicht zeigen. Aber dann habe ich folgende Sache erstellt. Und ich habe das jetzt in Dokumente gelegt und dann habe ich mich hier, weil ich da immer meine ganzen Word-Dokumente abspeichere, einen Ordner, der heißt ILS-Q-Phase. Das Ganze könnt ihr unterteilen in erstes, zweites, drittes und viertes Halbjahr, also Q1, Q2, Q3, Q4. Oder aber ihr unterteilt es in Studienhalbjahre oder Vierteljahre. Das heißt, ihr hättet dann Studienvierteljahr 3, 4, 5, 6 bis 11. So, ich habe es aber in Q-Phase unterteilt. Ich muss das nochmal genauer machen. Und hier seht ihr dann, sind dann die ganzen Hefte drin. Wenn ihr dann das Ganze eingeschickt habt, hängt ihr quasi die Datei, also die korrigierte Datei hinten dran. Sehr, 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 sehr gut, wenn ihr fürs Abi lernt. Ich weiß es jetzt von meiner besten Freundin, die hat ihr Abi geschrieben. Nicht bei ILS, aber normal. Und ich weiß aus Erfahrung, dass das Ganze nur mit Organisation zu bewältigen ist. Und ich persönlich finde es so, wenn man das jetzt von Anfang an direkt so macht, was heißt von Anfang an? Ich habe es nicht von Anfang an so gemacht, ich musste das alles erstmal zusammensuchen. Aber dann nimmt man sich einfach mal einen halben Tag Zeit und macht es, weil es ist wirklich hilfreich, wenn ihr alles dann später habt und nur noch die Ordner aufmachen müsst und dann alles ausdrucken könnt oder aber alles einfach online lernen könnt. Es ist so viel einfacher, als dann alles nochmal zusammenzusuchen. Und deswegen gebe ich mir auch so viel Mühe bei meinen Zusammenfassungen, weil die alle fürs Abi später schon gedacht sind. Geschichte ist auch mein Prüfungsfach. Dementsprechend mache ich das noch mehr ordentlich als sonst. Aber ja, ich schreibe da meistens auch so 4 bis 6 Seiten. Viele sagen, dass das komplett unnötig ist. Aber so lerne ich das einfach am besten. Plus ich schaue halt auch meistens noch so Dokumentationen über das Thema in Geschichte. Kannst du aber halt auch nur in Geschichte machen. Das ist